Irre ist, wenn man immer dasselbe tut und einen anderen Ausgang seiner Taten erwartet. So oder sinngemäß hat Albert Einstein einmal formuliert. Und genau auf diesem Weg ist die Fed, ist der Fed-Chef Jerome Powell. Denn erinnern wir uns, im Dezember bei der Pressekonferenz der vorletzten Sitzung, also da hatte Powell das erste Mal angedeutet, dass die Fed durchaus über Zinssenkungen schon beginnen nachzudenken. Die Folge waren massiv steigende Aktienkurse, waren dadurch sich weiter lockernde Finanzkonditionen und die Folge davon war nicht zufälligerweise eine höhere Inflation im Januar und eine höhere Inflation im Februar. Und heute hat Jerome Powell wieder dafür gesorgt, dass sich die Finanzkonditionen lockern und die Folge wird sein, dass die Nachfrage dadurch weiter steigt und dann eben die Inflation weiter nach oben geht. Das wird etwas sein, aus der Nummer kommt er immer schlechter raus. Er will natürlich der Biden-Regierung, will Janet Yellen wahrscheinlich einen Gefallen tun. Er kann die Zinsen oder die Fed kann die Zinsen noch nicht senken, aber man hält den Märkten ständig die Möhre hin. Ja, wir werden senken, wir wollen senken. Noch haben wir nicht das Vertrauen, bla bla, aber schauen wir uns die Dinge mal an. Man schießt auf jeden Fall oder gießt, so muss es heißen, weiter Öl ins Feuer der Inflation. Was hat die Fed gemacht? Sie hat vor allem, und das war das für die Märkte erstmal Entscheidende, weiter in den Dotplots 3 Zinssenkungen angenommen für das Jahr 2024, hat aber eine Zinssenkung für das Jahr 2025 gestrichen. Das haben die Märkte jetzt nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Man erwartet also, dass 2025 die Zinsen Ende 2025 bei 3,9% sind. Bisher hatte man 3,6% erwartet. Hier sehen wir mal die verschiedenen Dotplots oder die Dotplots der verschiedenen Fed-Mitglieder. Wir sehen, dass hier vor allem 9 der Fed-Mitglieder 3 Senkungen sehen. Im Dezember waren es nur 6 und eigentlich, die Inflation ist ja nicht gerade niedriger ausgefallen als erwartet. Wir haben dann 2 Fed-Offizielle, die nur eine Zinssenkung erwartet, einer mehr als im Dezember. 5 erwarten weiter 2 Zinssenkungen. Also es ist eher dovish, kann man sagen, was die Fed hier abgeliefert hat, trotz steigender Inflation und trotzdem man die Wachstumsaussichten deutlich nach oben genommen hat. Man erwartet jetzt das Wachstum bei 2,1%, im Dezember bei den letzten Projektionen noch 1,4%. Man erwartet die Arbeitslosenquote bei 4,0 statt zuvor 4,1%. Und man erwartet vor allem die Core-PCE-Inflation bei 2,6% nach 2,4% im Oktober. Man erhöht also praktisch die Inflationsprognose, man erhöht die Wachstumsprognose, man senkt die Erwartung für die Arbeitslosenquote, aber geht davon aus, dass man dennoch 3-mal die Zinsen senken wird in diesem Jahr. Und das passt nicht so wirklich zusammen, wie hier Samantha LaDuke sagt, cutting expectations while expecting higher GDP, inflation and rates, aber dennoch 3-mal die Zinsen senken. Nicht so fürchterlich logisch. Vermutlich muss er der guten Janet Yellen so ein paar Zuckerl geben, damit die den beiden vielleicht noch retten kann. Aber das Entscheidende ist, die Finanzkonditionen, die waren schon jetzt oder sind jetzt schon vor der heutigen Sitzung lockerer gewesen als am 10. Dezember 2021, als die Fed noch nicht mal begonnen hatte, die Zinsen anzuheben. Wir sehen also, diese ganzen Zinsanhebungen sind faktisch verpufft. Was macht die Fed? Sie gießt weiter Öl ins Feuer. Powell hat dann heute gesagt, wir denken, dass die Finanzkonditionen die Wirtschaft bremsen. Das kann man aus diesen Daten, aus diesem Fed National Financial Conditions Index auf jeden Fall nicht sehen. Zero Hedge kommentiert deswegen, dude, financial conditions are easier than when you started hiking. Also das bringt diese ganze, wie soll man sagen, dieses ganze Versagen, so muss man es leider titulieren, auf den Punkt. Die Fed schafft sich ihre Inflation immer wieder selbst, die sie vorgibt, zu bekämpfen. Bekämpft sie sie gar nicht wirklich? Das werden sich manche fragen. Die Märkte wollen genau das hören und die gehen nach oben. Hier sehen wir ja, die Inflationsdaten sind nach oben gegangen. Sven Hendrik sagt hier zu Recht, Powell tut so, als wäre er Volcker, aber er ist eher Arthur Burns, indem er eben zulässt, dass die Financial Conditions sich weiter lockern, damit die Inflation weiter anzieht, damit die Ungleichverteilung von Wohlstand weiter zunimmt. Die Reichsten werden immer reicher.
Er hatte so viele Möglichkeiten, so Sven Hendrik weiter, hier ein bisschen diese Animal Spirits zu dämpfen. Er macht es nicht. Und wenn die Inflation jetzt deutlicher wieder steigt, dann wird er dafür verantwortlich zu machen sein. Ja, das denke ich auch. Und schauen wir uns einfach mal an, was 4% oder 3% Inflation bedeutet. 4% Inflation heißt, in 17 Jahren sinkt die Kaufkraft um die Hälfte. Man kann also nur noch 50% dessen kaufen, was man vorher kaufen konnte. Seit Paul im Amt ist, seit 2018, sind 30% der Purchasing Power bereits entschwunden. Und die Fed tut nicht gerade sehr viel, um diese ganze Geschichte wirklich einzugrenzen. Zumal wir derzeit sehen, dass inflationäre Treiber wie etwa der Benzinpreis weiter deutlich nach oben gehen. Gallone jetzt über 3,50 Dollar, genauer gesagt 3,53 Dollar, höchster Stand seit Oktober. Und wir haben ja schon in den letzten Inflationszahlen gesehen, dass Energie wieder ein Faktor wird, der die Inflation nach oben treibt, und das nun mit beschleunigter Dynamik. Schauen wir uns nochmal die Projektionen an, respektive die Zinserwartungen. Die Erwartung, dass die Fed im Juni die Zinsen senkt, ist jetzt nach oben gegangen. Gleichwohl, der 1. Mai ist nach wie vor weitgehend vom Tisch mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 6%. Aber jetzt der Juni wird als erster Zinssenkungspunkt angenommen. Mal sehen, wie die ganze Geschichte dann ausgehen wird. Was machen die Märkte? Natürlich euphorisch. Wie gesagt, S&P ist das erste Mal über 5200 Punkte. Ziel könnte sein bei dieser Bewegung 5240, 5250, das wäre dann die obere Begrenzung dieses Trendkanals. Mal sehen, ob das erreicht wird. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. In Simbabwe überlegt man offenkundig, den Goldstandard einzuführen. Aufgrund einer Hyperinflation, das wird die Fed jetzt vielleicht noch nicht machen müssen, oder die USA, aber man ist schon auf einem Weg, wo diese Inflation weiter um sich greift. Was da genau passiert ist und warum die letztendlich wohl keine andere Möglichkeit mehr haben, in diesem Artikel, erste Empfehlung. Und die zweite und letzte Empfehlung, die deutsche Wirtschaft. Seit 22 Jahren ist die Dynamik deutscher Unternehmen rückläufig, und das hat gute Gründe. Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt empfehle ich mich und wünsche einen wunderschönen Abend. Sag Servus, ciao. Ciao.